Hallo und herzlich willkommen im aktuellen Video. Im heutigen Video wird man nicht gegrillt, heute wird man nicht irgendwas im Dutch-Ofen gemacht, sondern wir machen einen Dip. Wir machen ganz normal einen einfachen Avocado-Dip, denn man kennt es, ist ein Grillabend und man will irgendwas Geiles noch mit dazu servieren, schön ein bisschen Brot in irgendwas reindippen und genau darum geht's. Wir machen den Dip dazu. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ganz klar natürlich unsere Avocados. Die befreien wir mal von unserer guten Bio-Verpackung. Natürlich nur das Beste. Und dann ritzen wir die einfach mal an. Ja, das habe ich eigentlich gerade schon falsch gemacht, aber es ist jetzt so, wie es ist. Und dann drehen wir die mal. Im besten Fall ist es so, dass ihr die nicht so aufschneidet, wie ich es gerade gemacht habe. Denn so ist es falsch. Ich zeige euch jetzt mal, wie es richtig geht. Wir machen das Ganze nämlich längs. Und dann habt ihr nämlich den Vorteil, wenn ihr das so gemacht habt, wir können die jetzt einfach drehen. Dann habt ihr den Kern. Auf den Kern schlagt ihr kurz drauf. Und dann könnt ihr im besten Fall, wenn es funktioniert, den Kern einfach rausholen. Okay, es mag nicht. Das habe ich auch schon mal besser gemacht. Ja, dann Mist. Ja, dann holen wir den Kern jetzt einfach mal ganz normal raus. Wenn einer weiß, wie es geht und es besser kann, dann schreibt es in die Kommentare. Ich mache das jetzt mal. So, gut, Kern ist draußen. Denn ihr könnt es ja mal probieren. Boah, der Kern schmeckt gar nicht gut. Boah, wahrscheinlich darf man ja gar nicht essen, weil er noch sogar noch ungesund ist. Aber von daher nicht den Kern essen. Ja, gut. Machen wir es auch wieder. Ja, an sich, auch wenn ihr diesen Trick nicht beherrscht, so wie ich, dann ja, geht es auch ganz gut aus. Gut, also die beiden Avocados habe ich jetzt gemacht. Und der Vorteil ist natürlich, wenn ihr die Avocado so habt wie hier, dann könnt ihr hier einfach reingehen. Zeig es mal so. Und könnt einfach das Fruchtfleisch rausnehmen, ohne groß irgendwie rumschnippeln zu müssen. Und dann habt ihr das Ganze im besten Fall schön ziemlich bereinigt. Wenn es nicht geklappt hat, macht der Zeit noch was weg. So schaut die Avocado am Ende aus und so könnt ihr es eben von der Schale befreien. Gut, ich mache das jetzt mal mit den restlichen. Ich versuche mich da jetzt mal dran und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Trick nicht geklappt hat. Die Avocado ist noch nicht ganz so reif, denn die eine, die lässt sich auch sehr, sehr schwer von der Schale lösen. Ich habe die auch gerade mal probiert. Ja, und die schmeckt noch nicht ganz so geil. Ist jetzt natürlich doof. Ich kann es jetzt aber nicht ändern, denn sonst kann ich meinen Dip nämlich nicht machen. Also von daher müssen wir mit der nicht ganz so perfekten Avocado mal fortsetzen und mal gucken, was aus unserem Dip am Ende wird. Ja, mein Avocado-Massaker ist beendet und so sieht's aus. Jetzt habe ich noch einen Mixer irgendwo vorbereitet. Den habe ich vergessen, den hole ich kurz. Ja, da ist der Mixer. Und in den geben wir jetzt unsere Avocado rein. Und wichtig ist jetzt auch immer bei der Avocado, dass ihr direkt Zitronensaft, Limettensaft, Säure mit dazu gebt, weil die wird extrem schnell braun und dann schaut es auch nicht mehr schön aus. Deswegen habe ich hier auch Limette vorbereitet und da geben wir jetzt den Saft mit rein. Ich denke jetzt mal, eine halbe Limette reicht erstmal. Wir probieren dann einfach gleich nochmal. So, was ihr auch bei so einer Avocado-Creme, wenn ihr so eine macht, immer machen könnt, ihr könnt auch noch ein bisschen Avocado-Öl mit reingeben. Mag ich persönlich ganz gerne. Gibt nochmal einen schönen Geschmack, macht es halt nochmal cremiger. Gut, auch kalorienreicher, keine Frage, aber schmeckt halt besser. So, dann schauen wir mal, wie das Ganze ausschaut. Das Problem ist einfach die Avocado, ihr seht es hier, die waren noch nicht richtig reif. Das ist nicht so richtig cremig. Ja. Okay, ich glaube, das Thema Avocado-Creme hat sich gerade eben verabschiedet. Ich weiß nicht. Die Avocado war einfach noch nicht reif. Gut, dann würde ich sagen, wir machen was anderes. Wir tun den ganzen Schrott jetzt erstmal beiseite. Hallo und herzlich willkommen im aktuellen Video. Im heutigen Video wird man nicht gegrillt, heute wird man nicht... Jetzt machen wir was anderes. Wir machen einfach einen ultra, ultra easy einfachen Dip mit Knoblauchgeschmack. So, der geht wie folgt. Wir nehmen jetzt unsere Schale und packen da erstmal unseren Joghurt rein. Denn das wäre auch die Grundlage für unseren Avocado-Dip mit dazu gewesen. Wichtig ist, wenn ihr einen Dip macht oder generell, wenn ihr sowas mit Joghurt auf Joghurtbasis macht, nehmt dann nicht den billigsten Joghurt. Das ist einfach, ich weiß nicht, der hat so eine komische Säure, irgend so ein Aroma. Ich finde, die schmecken einfach überhaupt nicht gut und diesen komischen Geschmack, den kriegt man auch egal, was man macht, nicht mehr raus. Und von daher sollte man dann schon hier einen guten Joghurt nehmen, wie hier zum Beispiel unseren guten Bergbauernjoghurt. Gibt natürlich auch gute vegetarische Alternativen und so weiter, aber in dem Fall nehmen wir einfach mal den hier. Der alleine schmeckt schon sehr gut und ist auch ultra cremig. Jetzt brauchen wir Geschmack. Avocado haben wir keine, ja, beziehungsweise nur Schrott. Das heißt, jetzt machen wir Avocado-Creme mit rein. Ja, Avocadoöl natürlich. Ihr könntet auch Olivenöl nehmen. Olivenöl nehme ich seltener bei sowas, weil das Olivenöl, ich weiß nicht warum, manchmal aber so einen bitteren Geschmack mit reingibt und dann ist es irgendwie nicht so geil. Wir vermengen das jetzt einfach mal, geben jetzt Knoblauchgranulat rein, da der gleiche Grund, also warum ich keine frische nehme. Die frische Knoblauchgeschichte, die wird einfach oft zu scharf und deswegen nehme ich hier das Granulat. Gelingt mir einfach dann immer besser, meist auch mit der Geschmackssache. Der eine oder andere wird jetzt dann gleich wieder im Kommentar hier rummotzen. Ich persönlich finde es ganz geil.
Also, packen wir das mit rein, gute Menge. So schaut das Ganze aus. Dann nehmen wir weißen Pfeffer, einfach nur wegen der Optik, dass es halt nicht zu dunkel wird. Dann nehmen wir ein Salz, Kräutersalz und dann noch einen ganz kleinen Schuss, aber wirklich erstmal nur einen ganz kleinen Schuss Essig. Wirklich nur ganz wenig. Und dann haben wir ja hier noch Limette, auch die geben wir noch mit dazu. Dann verrühren wir das Ganze. Und dann habt ihr hier schon mal wunderbar einen Dip. Der wäre jetzt schon perfekt für einen Salat, sag ich mal. Was stört mich jetzt an dem? Den Joghurt, den wir hier haben, dieser Bergbauernjoghurt, der ist natürlich relativ flüssig. Das heißt also, so als richtigen Creme-Dip passt nicht. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen Quark. Den hole ich kurz. Ja, da bin ich zurück. Hab noch Schnittlauch im Tiefkühler gefunden. Auch das nehmen wir noch mit rein. Ja, ist einmal für die Optik, aber auch nicht für den Geschmack. Ja, einfach eine ganze Packung. Und dann haben wir noch einen Speisequark. Der gibt nochmal ein gutes Aroma. Und natürlich, man sieht es hier ganz gut in der Kamera, der ist nämlich sehr fest. Und dadurch kriegen wir halt eine schöne Creme, die wir eben auch haben wollen. Speisequark alleine, ich meine, ihr kennt es ja wahrscheinlich, wenn ihr Kartoffeln mit Quark gemacht habt, hat halt natürlich irgend so einen, weiß ich, herben Beigeschmack oder irgendwas. Schwer zu beschreiben. Aber das beide gemixt gibt ein richtig gutes Ergebnis. Schön umrühren. Und man sieht es, perfekte Konsistenz. Jetzt schauen wir nochmal mit dem Geschmack. Schmeckt schon extrem gut. Aber jetzt brauchen wir ein bisschen Würze. Essig. Wir haben noch Salz benötigen. Ganz klar, wir haben die Menge natürlich jetzt erheblich erhöht. Das heißt, wir brauchen jetzt auch wieder mehr Gewürze. Noch ein wenig Knoblauch, aber ich glaube, allzu viel brauchen wir da gar nicht mehr. Und dann wieder umrühren. Dadurch, dass ich jetzt noch mehr Essig rein habe, geht es in die Sour Cream Richtung. Hammergeiles Ding. Werde ich heute Abend mit Kartoffeln oder Brot genießen. Also von daher, Avocado-Creme, da mache ich nochmal ein neues Video. Das war jetzt einfach ein Flop. Wenn sie nicht reif sind, dann wisst ihr schon, funktioniert es nicht. Dann geht auch der Kern nicht raus. Also eigentlich der ultimative Test. Könnt das Ganze gut noch rumreisen. Macht euch dann einfach eine andere schöne Creme. In so Quark-Dips, sowas, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ihr seht, einfache Sachen, einfach ein bisschen ausprobieren. Schmeckt geil, schmeckt gut und bis zum nächsten Mal.